Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Karl Sicherheitsleitner, ein großes Geschenk, wenn ich so sagen darf. Wir haben uns vor 4, 5 Jahren kennengelernt. Du bist ja lange Wege gegangen als ehemaliger Bürgermeister von Steinbach an der Steyr. Hast du viele Vorträge, Seminare gemacht, Steinbacher Weg, bist du auch berühmt worden dafür. Was war das Besondere damals an deinem Weg in Steinbach als Bürgermeister? Ja, eigentlich das Zusammenrücken der Menschen, miteinander alles zu tun, um unseren Ort lebenswert zu machen. Und wir haben als Sukkus dieser Tätigkeit gesehen, wir müssen uns mehr kennenlernen wieder, mehr zusammenrücken, uns treffen, auch uns gegenseitig stützen in schwierigen Situationen. Und es darf uns als Bürger nicht egal sein, wie es dem Nachbarn geht oder wie es dem Kaufmann geht oder dem Wirt geht. Und auch, dass wieder zum Beispiel Menschen sich grüßen, wenn sie füreinander gehen. Und da hat die Schule, die Volksschule, eine Aktion gemacht, Grüßen ist cool. Und Menschen haben dann gesagt, die von außen gekommen sind, was ist das bei euch? Da wird man ständig fortgegrüßt von Kindern und Erwachsenen. Aber das gibt dann allein schon das Gefühl, das ist was Besonderes, das ist nicht überall. Es ist so wie ein Biotop in der Natur. Wenn das Umfeld stimmt, das Wasser und die Pflanzen, die Sträucher und so weiter, dann kommt das Leben von selber in dieses Biotop hinein. Ja, aber Karl, ich kann ja das als Bürgermeister nicht anschaffen, dass wir jetzt gewesen sind. Es muss ja authentisch echt sein. Das ist offensichtlich gelungen. Wie hast du den Geist in die Bevölkerung, also in die Bürgertracht von Steinbach gebracht? Um das Ziel, das wir im Leitbild formuliert haben, dass das passiert, dieses Zusammenrücken, das haben alle verstanden. Und ein Lehrer hat dann gesagt, wir in der Volksschule, in meiner Klasse, machen das mit einem Aufkleber, Grüßen ist cool, und den tragen die Kinder in die Häuser, in die Familien und bitten dort und sagen, wenn ihr von Kindern in der Zukunft gegrüßt werdet auf der Straße, bitte gebt eine Antwort, damit Grüßen wieder in wird, denn Grüßen ist cool. Ja. Wir haben ja gemeinsam ein Erlebnis gehabt, 2017, wo du dabei warst, mit Gerald Hütter, Helmut Mödelhammer, und da war ja das gemeinsame Anliegen ein Thema. Ja. Und wir haben jetzt die erste lebenswerte Gemeinde, bei der wir starten, Ebenau. Das könnte ja schon so ein gemeinsames Anliegen sein, was du damals in Steinbach impliziert hast, oder? Ja, wichtig, glaube ich, ist nur, dass man es nicht als Einzelprojekt sieht, sondern als Teil einer Initiative, damit diese Begegnung zueinander. Ja, wir sehen ja, wie wir auch durch die Corona-Geschichte leiden, wo das unterbunden wird. Ja? Aber wenn wir das aktiv leben und beginnen, uns in der Nachbarschaft zu treffen. Wir haben als ein Beispiel alle Kapellen und Wegkreuze renoviert und gesagt, dass dort wieder miteinander ein Weihandacht halten, zusammenkommen für ein Anliegen. Da muss nicht immer die ganze Pforse oder der Pfarrer dabei sein. Das können die Nachbarn tun. Das ist auch ein Teil. Also jede Gemeinschaft, die Schule, die Kirche, alle können einen Beitrag leisten, damit dieses Miteinander gelingt. Und wenn es gelingt, dass wir wieder eine Schicksalsgemeinschaft uns erleben und nicht als eine Ellbogengemeinschaft, dann wird auch das Wirtschaftliche um vieles leichter bewältigbar, was viele Gemeinden in der Peripherie momentan ein Problem ist. Oder in stadtnahen Gemeinden, wo man sie oft nicht mehr kennt und gar kein Unterschied mehr zu verstehen ist. Die Beziehung zu Menschen. Du hast ja damals das Buch entdeckt, Kommunale Intelligenz von Professor Hütter. Was hat dich da so begeistert an dem Buch? Weil es eine Bestätigung war für das, was wir da haben, ohne zu wissen, was da im einzelnen Menschen abläuft. Wir haben es in der Praxis da und haben tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben gemerkt, wie Leute zu Kräfte gekommen sind, wo Menschen sich entwickelt haben, Projekte zu leiten, was man nie geglaubt hat. Aber wir haben nicht gewusst, warum. Und in dem Buch von Gerald Hütter, da wird so gut erklärt, was im Hirn abläuft, wenn sich Menschen in diesem Geist begegnen. Also nicht, dass sich durchsetzen und eine Organisation gegen die andere
und die ist besser und das sind die tüchtigeren oder die leisten mehr oder weniger, sondern im Miteinander dieser Ergänzung, dies zu tun, was ich tun kann. Und was wäre jetzt kommunale Intelligenz zusammengefasst aus deiner Sicht? Kommunale Intelligenz wäre, Menschen einmal zu begeistern für dieses Anliegen. Das ist einmal nach meiner Meinung nach wichtig. Und die zweite ist, die Gemeinde organisiert viele Initiativen, Seminare, Abende, Vorträge, wo in einzelnen Gruppen das weiter bearbeitet wird. Das heißt, wir haben zum Beispiel so eine Reihe gehabt für junge Familien, gute Beziehungen noch besser machen, als Beispiel. Und die haben da gelernt, wie man denn so eine Beziehung wirklich ganz lebendig machen kann. Oder wir haben auf der anderen Seite eben alle Kulturgüter beurteilt und haben dann den Menschen, die so ein Haus gehabt haben, wo was drin ist, was bis jetzt nicht aufgefallen ist, einfach in die Öffentlichkeit gestellt und gesagt, hallo, Satz, was da ist, das müssen wir halten, das ist nicht was zum Wegwerfen. Oder wir haben da im wirtschaftlichen Bereich bei der Gründung des Nah- und Frischgeschäftes der Betreiberin so Schreiben übergeben, wo sie Familien verpflichtet haben, freiwillig verpflichtet haben, in der Zukunft auch den überwiegenden Bedarf des täglichen Lebens dort einzukaufen, damit sie weiß, wir stehen hinter dir, du brauchst nicht Angst haben vor der Zukunft, wir lassen dich nicht hängen. Und wenn die nächste Aktion vom Großmarkt kommt, dann ist das nicht gleichzeitig der Todesstoß für das Geschäft. Und du hast ja Menschen ermutigt, ihren Weg zu gehen, Verantwortung weitergeben, ist ja für Bürgermeister auch eine Herausforderung, dass man sagt, gibt es Kompetenzen ab, aber ich glaube, das ist auch eine deiner Stärken. Das ist eine ganz wichtige, nahe Aufgabe des Bürgermeisters, meiner Meinung nach. Bei so einem Prozess ist nicht mehr der Bürgermeister der, der sich präsentiert und sagt, was er alles gemacht hat, im Hinblick, die nächsten Wahlen vielleicht zu gewinnen, sondern der Menschen auf die Bühne holt und sagt, Schatz, das hat der Sepp oder der Franz oder die Maria oder die Elfriede geschaffen. Und da denke ich zufällig jetzt gerade an den Knödeltag beim Erntedankfest, wo die Elfriede, ihr Vorname, immer für die Knödelproduktion zuständig war. Tausende Knödel und großartige. Und das ist immer ein Erlebnis. Weil eine ganze Reihe von Frauen mitgearbeitet hat an dem. Und das haben sie für irgendeinen Zweck, einen guten, praktisch den Ertrag gestiftet. Und ich glaube, in solchen gemeinsamen Dingen, wo jeder erlebt, ich bin nicht ein Reserverat in der Gemeinde, die soll auch noch mitreden und gehört da dazu, ja, sondern ich bin ein wichtiger Teil dieser Gemeinde. Ohne mir völlig groß. Das muss der Einzelne entdecken und das muss ihm aber wer sagen. Und das ist natürlich schön, wenn das der Bürgermeister sein kann, weil er verliert dadurch nicht an Ansehen und an Stimmen oder sonst was. Denn den Wunderbuzzi, der alles kann und alles macht und so tut, das war wenn er, das ist nur solange er Macht hat. Wenn er keine Macht hat, und mit dem mehr Freude. Jetzt ist das Zwischenmenschliche ja wichtig, aber es braucht die Wirtschaft, es braucht die Bauernschaft, also kommunale Intelligenz, alle Bereiche. Was wäre jetzt so entscheidend, ländlicher Raum, wo es Abwanderungen gibt, eben wegen Arbeitsmangel, wo waren Hebel, um wirklich zu behirnen, was Regionalwirtschaft ist, wo kann man da ansetzen? Ja, zum Beispiel denke ich an das jüngste Projekt in unserer Gemeinde, wo eine Familie eine besondere Schweinerasse züchtet und sehr tierfreundlich hält und jetzt Spitzenprodukte aus dieser Produktion macht. Ne? Und dann staunt man, wie sehr auf einmal Leute kommen und diese Spezialität wieder genießen lernen. Ne? Das ist mehr ein Mehrwert. Und eigentlich darf man es aber nicht nur als wirtschaftliches Element sehen, sondern es ist auch etwas, was Menschen näher zusammenbringt. Und je schwieriger die Zeiten werden, je
je problemvoller manche Dinge sind, das haben wir, sehen wir ja in dieser Corona-Geschichte, je vertrauenswürdiger ist man in dem, der mich mit dem Wichtigsten versorgt, nämlich mit Lebensmitteln. Mhm. Ja, wenn ich den kenne, wenn ich den vertrauen kann, wenn ich weiß, da stimmt alles, das ist ehrlich. Und diese, das kann die Nähe bieten. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es wegen dem den Weltmarkt ausschließt, aber wir sollen die Dinge, die wir in der Nähe haben, am Weltmarkt manchmal durch Ausbeutung anderer uns unter Nagel reißen. Das kann nicht die Zukunft sein. Mhm. Das zerstört beide Seiten. Die eigene, weil wir verlernen, die Dinge selbst zu tun, und die anderen, weil sie nie was verdienen können, weil sie nur ausgenutzt werden. Du wirkst ja als Wertebotschafter für bewusst gemeinsam leben, bist der Einladung gefolgt. Was war die Motivation, da mitzuwirken, mit deiner großen Erfahrung? Naja, also, wie ich das erste Mal von dir gehört habe, was du im Sinn hast, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich genau das, was wir da haben. Also, wo wir eigentlich 20 Jahre lang wirklich auch einen sichtbaren Erfolg damit gehabt haben. Nicht nur emotional und vom menschlichen Wohlbefinden her, sondern wir haben ja 28 Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe neu gegründet. Wir haben die Arbeitsplätze verdreifacht. Wir haben das Finanzgeschehen der Gemeinde und vieles in die Hebe gebracht. Und das war aber nicht vorrangiges Ziel. Das war einfach ein Ergebnis dieser Arbeit. Ja? In einer am Boden liegenden Gemeinde. In einer anderen schaut es anders aus, die vielleicht, wo der Tourismus vielleicht eine Entfremdung in der Bevölkerung braucht. Wo kann ich mich wieder dann konzentrieren? Auf das Menschliche mit den Touristen. Und nicht nur auf das Happening in übertriebener Form, wo man halt sagen, das darf es momentan nicht tun, weil da werden alle krank mit Corona. Das kann es nicht sein, es gibt eine andere Ebene. Und diese Kultur wieder in unsere Dörfer zu bringen, das glaube ich, dass alle was haben davon, dass niemand verdrängt wird, dass wir Raumordnung machen, in der sich der einheimische Bürger auch noch eine Bauparzelle kaufen kann, als Beispiel, und so fort. Und indem man einfach auch die Leute nicht vergisst, die alt sind oder behindert und nicht mehr fortkönnen, und die auch noch besucht werden und nur Teil unserer Gemeinschaft sind. Ich glaube, an dem liegt es. Und wenn wir, je älter wir werden, je mehr wird der Zug hin zu diesen Bedürfnissen, zu diesen Dingen spürbarer. Ja? Wieder bei der Arbeit die Natur erleben, das was ich so jetzt im Wald, die Jungkulturpflege, ganz was Neues für mich. Weil früher war die Waldarbeit eine Last, einzuzwicken zwischen den vielen Terminen. Und jetzt, als Pensionist, habe ich Zeit dazu. Und erlebe doch gleichzeitig die Natur in ihrer unwahrscheinlichen Vielfalt und Schönheit. Und da tue ich sehr viel. Und inzwischen kommen auch andere Leute und interessieren sich und schauen, sagen, können wir nicht als Altbauern vielleicht wirklich da wieder anfangen und nicht nur ausgeschlossen werden vom Produkt. Tiefen und nur mehr irgendwelche Spaßgeschichten machen, ich verurteile das nicht, aber nur spülen für einen alten Menschen ist zu wenig. Wir möchten gern auch was hinterlassen. Genau. Und das, glaube ich, was Sinnvolles tun, brauche ich mich nicht überfordern dabei, auf keinen Fall was tun, was gefährlich ist, sondern das, was noch zumutbar ist. Und ich glaube, das bringt den Menschen Zufriedenheit. Das ist etwas, was uns angeboren.